Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Metropolo Gaming. Wie ihr seht, wir sind in Teil 2 heute ETS 2 mit einem Schwertransport, einem Nottreppen-Element von Linz nach Tschechien unterwegs. Wir sind jetzt kurz vor Wien. Ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge bin ich hier fast umgefallen oder hab fast einen Crash gemacht. Warum, weiß ich bis heute nicht. Irgendwas mit dem Lenkrad gewesen oder mit dem Spiel rumgebackt, keine Ahnung. Aber egal, wir fahren jetzt erstmal weiter. Weil wir sind, wie gesagt, erst in oder kurz vor Wien. Und wir müssen nach Tschechien. Ich verstehe auch nicht, warum die Autos hier einfach durchlassen. Das ist ganz schön gefährlich hier. Oh, er bremst ab. Warum bremst er ab? Weil wir in die Stadt reinkommen. Okay. Ach, guck mal, hier ist dieses Schloss oder was das hier ist. Hier kann ich mich noch dran erinnern, hier habe ich meinen ersten richtigen Konvoi mitgefahren bei Ansgar von Nordrhein TV bzw. Nplay. Da sind wir mit den Bussen von, ich meine, das war von hier Truckers MP, sind wir hier im Konvoi von wo weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall hier runtergefahren bis zu dem Schloss hier, und dann standen wir alle links auf dem Parkplatz, wo wir gerade an der Ampel standen. Habe ich auch noch Bilder von. Wollte ich eigentlich ein Video machen, aber da wollte mein Aufnahmeprogramm nicht so mitmachen. Hans Gates mir erlaubt. Naja, egal. Ja, wer auf Insta mir folgt, hat übrigens sehen können, dass ich den lieben Ansgar sogar endlich mal persönlich treffen und sprechen konnte. Ja, manche denken sich so, hä, ja und? Ist doch ein YouTuber mit 500.000 Abonnenten, interessiert mich doch nicht. Kann ich verstehen, aber wenn das einer, oder wenn es dein größtes Idol ist, dann ist es halt ein ganz anderes Gefühl, diese Person persönlich zu treffen und persönlich drüber oder mit ihm zu reden und ein Foto zu machen. Das war schon, ich würde sagen, schon fast ein oder fast das größte Highlight in 2023.
Klar, meine Ausbildung bei der DB, dass ich da anfangen darf, ist auch ein sehr, sehr krasses Highlight oder bin ich sehr, sehr glücklich drüber und dankbar. Aber ich glaube, Ansgar live getroffen zu haben und gesprochen zu haben, das ist so mit auch einer der größten Highlights so in 2023 zumindest gewesen, auf jeden Fall. Das kann ich so bestätigen oder so sagen. Lisa, wenn ihr mir noch nicht folgt auf Insta, da kommen öfter mal auch andere Sachen. Aha, warum müssen wir jetzt hier runter? Egal. Das habe ich mir gedacht. Ja, super. Das habe ich mir sogar gedacht. Jetzt stehen wir quer hier auf der Autobahn. Ah, super. Mein Gott, ey. Kommt davon, wenn man. Ich darf ihn nicht berühren. Aber da ist doch noch Platz. Chill da mal. Es kommt davon, wenn man Werbung machen möchte. Aber das war doch erst Ende, wenn man es getroffen hat, oder? Ich meine, das war erst zu Ende, wenn man es getroffen hat. Ja, das wird teuer auf jeden Fall. Wenn beim Schwertransport oder sowas kaputt geht, ist immer scheiße. Auf gut Deutsch. Alles nur wegen dem Vogel, weil er mir nicht angesagt hat, dass wir da rechts müssen. Ganz ehrlich, ey. Wenn man sich auf andere verlässt, bisschen verlassen. Sagt man doch immer so schön, ne? Und auch nichts. Schön in die Mitte ziehen. Ohne jetzt hier hoch. Super. Naja. Wie gesagt, also wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt oder so. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, mein Insta-Kanal. Schaut gerne vorbei, würde mich freuen. Wie gesagt, da kommen ab und zu mal oder öfter mal auch Stories bezüglich Nachfrage, was für Videos oder so kommen sollen. Und dann könnt ihr da auch natürlich mitwirken und schreiben, was ihr euch so wünschen würdet. Ich bin jetzt nicht der Aktivste auf Insta, aber im Moment bin ich schon aktiver als zuvor. Genau, unten nicht zu vergessen, natürlich durfte ich Ansgar treffen, aber natürlich auch den Randy von also Sachsen Let's Play, nee, Sachsen Gaming Let's Play, dieser glaube ich, ja, ich bin mir nicht sicher, aber hat mich trotzdem gefreut, ihn zu treffen. Der macht ja auch viel mit Ansgar immer. Oder hat viel mit Ans gemacht. Die haben auch einen Podcast, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt unbezahlte Werbung als Hashtag oben reinsetzen ins Video? Ich denke mal, ne? Ah, wird schon nichts passieren. Warum schlittert der denn hier so? Ich mach doch gar nichts, mein Gott. Wir bleiben jetzt auf 60, so. Kann ich rüber? Ich sehe nichts. Ich denke mal.
Ich bin mir übrigens bewusst, dass den einen oder anderen das Video hier nicht gefallen wird. Beziehungsweise das Video hier nicht viele Aufrufe kriegen wird, denke ich mal. Es kann ja immer mal was anderes sein, aber das habe ich ja am Adventskalender gesehen. Im Vergleich zu TSW und so sind die natürlich anders ausgefallen. Das kann ich so bestätigen. Also TSW und so ist höher ausgefallen oder mit mehreren Aufrufen und Likes als Euro Truck. Aber wie gesagt, ich möchte mal wieder, ich bin ein Simulator-Kanal oder Simulationskanal. Auch mein Intro sagt ja oder zeigt ja schon, dass ich alles Mögliche spiele oder aufnehme. Und deswegen, wie gesagt, ich möchte nicht immer nur TSW, da habe ich auch wirklich keine Lust richtig drauf. Ich möchte die Abwechslung haben und ich hatte jetzt gerade mein Lenkrad aufgebaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du heute einfach mal eine kleine, aber schöne Folge ETS 2 halt. Und dann natürlich halt ein bisschen specialmäßig Schwertransporter hier. Von daher werden wir sehen, ob es gut ankommt oder nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wie gesagt, ich habe euch gesagt, klar, ich freue mich über jeden Abonnent, ich freue mich über jeden Aufruf und jeden Like. Aber ich mache das immer noch als Hobby. Mir macht Spaß. Ich mache das, weil ich Lust darauf habe und nicht, weil ich jetzt unbedingt auf die ganzen Aufrufe oder so geier. Das ist nicht so mein Ding. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ich enorme Zahlen kriege auf den Videos oder so. Mein höchstes Video hat ja, glaube ich, 24.000 Aufrufe oder so. Das müsste es aus Köln sein, ne? Züge in Köln, Hauptbahnhof. Da bin ich halt baff, wenn ich sowas sehe, weil 230 Abonnenten-Kanal, hallo. Aber wie gesagt, es muss nicht. Ich nehme auch, oder ich lade auch Videos hoch, die nur 10 oder 5 Aufrufe haben. Das ist mir egal. Hauptsache, es macht mir Spaß und ein paar von euch gucken sich das an. Das reicht mir schon. Enge Geschichte hier. Aber haben wir ihn gekriegt, ohne Schaden. Haben ja schon genug Schaden. Wie viel Schaden haben wir eigentlich? Was sagt ihr? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie viel Prozent ihr denkt und wie viel Prozent Schaden wir haben. Von gerade noch. Ich löse auf. In 3, 2, 1. Scheiße, jetzt stand sogar da. 4% hat er gesagt, okay. Und jetzt gleich sogar noch mehr. Nee, okay. 2% der LKW, 4% der... Und dann springt der Gang raus. Ich verstehe das nicht, hä? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das passiert. Keine Ahnung. 2% der LKW und 4% der Auflieger. Ja. Aber die Ware hat noch keinen Schaden. Das ist die Hauptsache. So, können wir... Nee, falscher Knopf. Können wir wieder schließen. Aber ich habe auch gemerkt, neuerdings seit einem neuen Update oder so, meiner Meinung nach zumindest, nach dem Update rutscht oder driftet mein LKW auch viel zu viel. Vielleicht guckt ja der eine oder andere hier gerade zu, der sich damit auskennt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir über Insta vielleicht oder auch vielleicht auch in die Videobeschreibung, ist klar, in die Kommentare zu schreiben, woran das liegt oder wie ich das ändern kann oder so, weil ich habe da alles schon versucht, ich komme damit nicht klar, keine Ahnung. So, aber wir sind auch gleich schon da. Hat ja gepasst mit zwei Videos, ist auch super. Und ich kann euch versichern, das sage ich euch jetzt, 5% Schaden, weil wir jetzt über den Hüppel gefahren sind oder was. Keine Ahnung. Ich kann euch versichern und sagen, ab nächster Woche kommt dann natürlich wieder mal TSW dran. Keine Sorge. Aber schreibt da auch gerne mal in die Kommentare, was für einen Zug und was für eine Strecke ich fahren soll. Weil mir gehen so langsam echt die Ideen aus. Zum Abschluss hier nochmal mit der Filmkamera ein bisschen.
Nehmen wir das Schild mit, nehmen wir es nicht mit. Wird knapp. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es nicht mit. Sehr schön. So, ich müsste aber jetzt echt mal in die Innenansicht hier, weil hier gerade ein Auto kam, nämlich, genau. Eieiei, Millimeterarbeit hier. Ne, das wird nix. Ach, das wird doch nix. Na gut, wenn ich auf dem Bordstein vielleicht fahre. Ich sehe nix. Meine Kamera wackelt. So. Ah, doch. Hat geklappt, siehste. Top. Leistung. So, wo stehen jetzt die ganzen Zuschauer und alles? Ich sehe keinen. Egal, dann heute nicht. Aufliegerschaden. Weshalb denn? Ach so, weil wir kippen. Oh. Ja, das habe ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Ach so, und wegen hinten, ne? Ah, oh. Zu weit ausgeholt. Eieieiei. Wenn das der Chef sieht. Direkt gekündigt. Ja, ich glaube, ich gehe doch wieder zur Bahn. Ist, glaube ich, einfach für mich. Ne, brauche ich doch gar nicht, oder? Nein! Oh Gott, da habe ich jetzt zu schnell geklickt. Egal. So, wir haben kein Problem, keine Abzüge bekommen. Ist doch super. Ist doch super. Wo sind wir jetzt? Ja, hier vorne. Ohne alles, alles aufgebaut, abgebaut, wie auch immer. Genau, wo steht er jetzt eigentlich? Die Notfalltreppe. Nirgendwo. Ist einfach despawned. Ja, wer kennt's nicht. Gut, dann wir sagen, hier mit schönem Licht und Gerufe. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Sonntag 18.15 Uhr, ihr wisst Bescheid mittlerweile. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Restwochenende, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.